Okay, Leute, da wären wir wieder. Oder? Bin ich schon live? Ich guck mal kurz auf Twitch. Hier Dings kann ich mal schließen. Ich bin nur noch auf Aternus. Aber das brauche ich gerade nicht. Das buggt dann wieder nur rum. Ah ja. Okay, mein Stream läuft. Ja, naja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die Seite hier offen lassen soll, oder schließen, denn ich habe festgestellt, dass hier am Laptop das immer ein bisschen laggy sein kann, wenn ich Chrome laufen habe. Irgendwie ist das hier echt nicht performant. Also Firefox ist echt um Längen besser, ist mir aufgefallen einfach. Damit kann ich hier viel besser arbeiten. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal Chrome schließen, weil ich ja auch den Chat hier direkt sehe. In OBS, das ist halt das Schöne. Und deswegen brauchen wir das nicht. Ja, heute will ich auf jeden Fall Infinity streamen. Und das scheint auch gerade ganz gut zu funktionieren. Hier steht ausgelassene Frames 0. Also da hat alles gestreamt bisher, aber gut, ich habe auch mich noch nicht großartig bewegt, ne? So, auf jeden Fall hoffe ich mal, dass das Spiel hier nicht abstürzt. Das hatte ich neulich hier. Da ist das ständig weggegangen. War natürlich nicht so schön. Und ja, ich guck mal. So, wie macht man das hier? Erstmal ausleuchten. Auf jeden Fall habe ich übelst Bock in letzter Zeit aufs Projekt und deswegen habe ich mir gedacht, naja, machst du mal einen längeren Stream. Jetzt, wo ich Ferien habe, wollte ich sowas auf jeden Fall mal umsetzen. Bevor ich dann am Ende wieder feststelle, shit, ich habe ja wieder nichts geschafft, ne? So, und wahrscheinlich hört man gerade die Maus klappern, ne? Das tut mir leid, aber ich kann es gerade nicht ändern. Horror ZX, hey, ja moin. Ah, da macht, was ist denn das für ein Link hier? Leaderboard? Ach so, okay. Naja, passt, nicht so schlimm. Ja, das kommt erstmal weg. Dann habe ich hier die Zäune hin. Falsche Nachricht, ja, kein Ding. So, dann. Ich weiß halt nicht, soll ich hier nochmal Fansgates machen? Das wäre eigentlich gut. Und da hinten kommen wir dann zu einem neuen Grundstück. Ah, shit, das geht ja so schnell hier. Ah, die habe ich weggeworfen gerade. Na super. So. Dann mal rein da. Zack. Machen wir mal so. Hier können wir dann die dunklen nehmen, ne? Da müssen wir nicht die anderen nutzen. Weil ich die ja nur genommen habe, immer um sehen zu können, was los ist quasi, ne? Ich sehe ja gar nicht, wie viele zuschauen, oder? Ich glaube nicht. Naja. Kann ich ja nach dem Stream gucken, theoretisch. So, das wäre nochmal gut hier, das einzufügen in diesem OBS-Overlay. Ich weiß nicht, ob ich das selber irgendwo einstellen kann. Ich guck mal, aber ich glaube nicht. Naja. Ach ja, ich wollte ja noch ein Fansgate machen, ne? So. Das und das. Dann bitte nur 1 und nicht 20. Und mal sehen, was jetzt kommt. Ja, was habe ich denn jetzt? Ach so, ja. Das brauche ich nicht. Lass ich erstmal liegen, ne? Okay, dann hier. Und ach, ich gehe erstmal schlafen kurz, ne? Ich habe ja eh mein Bett immer dabei. Stell ich es mal kurz hierher. Und ich hoffe übrigens, dass der Sound passt. Könnt ihr mal schreiben. Aber ich denke mal, müsste eigentlich. So, hier. Ja, mache ich das mal als Slaps hier. Die werde ich eh noch brauchen, denke ich. Und ich muss ja auch nicht die ganze Zeit das Zeug eigentlich wegwerfen. Ich kann das doch im Backpack tun. Oh Mann, ey.
Ich denke da schon wieder nicht dran, weil ich das natürlich in Vanilla nicht habe. Ne? Und meistens bin ich halt eher an Vanilla gewöhnt. Naja. Ich weiß jetzt auch nicht, ja, den Baum würde ich auch mal abreißen. Der ist eh nicht mehr so schön. Genau. Hier, das machen wir mal zu. Dann müssen wir mal hier das Grundstück von Lukas planen. Der soll ja dann hier wohnen. Wie laut ist eigentlich der Sound hier? Bei 90, stimmt das? Ja, müsste eigentlich, genau. Okay. Ja, ich würde sagen, ein paar Bäume müssen noch weg, oder wo soll das hin? Ich glaube schon hier so in die Gegend, ne? Dann machen wir die mal weg. So, den auch. Ich hätte die auch ein bisschen zumindest. Sodass die daneben nicht so beschädigt werden am besten. Denn das wäre unschön. Und entweder ich pflanze dann wieder neue oder naja, auf jeden Fall muss es passend sein. Die Bäume kommen dann so dahin, wo dann am Ende die Lücken sind. Okay. Machen wir das nochmal alles, ne? Soll ich das auf die Ebene ziehen hier runter oder? Ja, ich würde es eigentlich am liebsten auf die gleiche wie hier oben natürlich bringen, ne? Oder auf so eine Zwischenebene. Falls wir da irgendwie mehr Platz haben, ne? Zum Beispiel hier unten. Können wir hier noch was dran klatschen? Ach, ich weiß halt nicht, ne? Ob das so schön ist, wenn das so läuft. Oder ich hier nicht noch lieber erstmal ein bisschen was aufschütte. Das geht ja auch. Ach so, ja, da darf ich ja nicht shiften, wenn ich das mache. Huch. Oh, ey. Die Fackeln regen mich auf, ne? Weg damit. Okay, weg. Ah, ständig neue Erde brauche ich hier. Ja, auf jeden Fall werden im Stream dann auch noch Gäste dazukommen später, denke ich. Ne? Und ich werde dann später auch noch auf Tiny CR8 wechseln. Genau, da hat man halt jetzt letzte Woche auch Infinity und diese Woche schon wieder. Aber das geht, denke ich, auch mal. So schlimm ist es jetzt nicht. Und ja, kann man schon mal machen, zweimal hintereinander. Denn Infinity macht mal zurzeit auch mehr Spaß. Und jetzt heute auf Krampf noch irgendwie Void zu streamen, wäre irgendwie auch blöd, finde ich. Deswegen habe ich das eben nicht gemacht. Genau. So, das kommt nochmal weg, damit wir hier diesen Lückenschluss herstellen können. Und dann müssen wir natürlich auch mal an Chevilles Haus und so arbeiten. Das wäre auch mal schön. So. So. Ja, ich bin gerade schon am Überlegen, wie ich meine nächsten Folgen aufbaue. Ich weiß es noch nicht genau. Oh, ich habe gar nicht mehr viel.
Na, ich hole erstmal neue Erde, würde ich sagen. Aber ich brauche mal irgend so eine Idee, ne, wie ich die gestalten kann, die Videos. Also im Stream will ich die eigentlich nicht aufnehmen heute, weil ich da auch die lieber am PC dann aufnehme als am Laptop. Aber vielleicht kann ich ja schon mal irgendwie was planen oder dass mir was einfällt, was ich da ansprechen kann oder was auch immer, ne? So, was suche ich denn jetzt überhaupt? Erde, ne? Genau, hier. Ja, was können wir mal weglegen hier? Sowas, das, damit baue ich gerade eh nicht. Ja gut, das werde ich immer mal einsammeln. Deswegen kann ich es auch behalten. Das kommt weg. Die vollen 6. Ja, hier, genau. Ich meine, das sehen wir dann auch, wenn wir den Rucksack wieder öffnen, ne? Jo, dann gehe ich mal hoch. Beziehungsweise dahinter. Und hier müsste auch mal mehr hin, gell? In die Stadt. Zum Beispiel hier. Was könnten da hin? Ich weiß gar nicht. Aber meistens kommt diese Kreativität immer erst später, ne? Wenn ich jetzt so einen Stream anfange oder mich hier einlogge, dann bin ich am Anfang erstmal nicht so kreativ. Da muss ich erstmal, brauche ich erstmal eine stumpfe Aufgabe. So wie jetzt hier das Terraformen. Und dann irgendwann kommt dann so eine Phase, wo einem so richtig viel einfällt, was man da bauen könnte und da will ich eigentlich hinkommen, dass ich mal hier ein paar Ideen entwickle, ne? Das wäre eigentlich ganz schön. So, jetzt haben wir das schon mal durch. Dann gucken wir mal hier, das weg. So, du gehst hoch oder sonst wohin. Ah nee, die müssen wir ja auch paaren, ne? Das könnte ich ja jetzt eigentlich schon mal machen. Das einfach schon mal mitnehmen oder die Schweine hier ranholen. Für den Park da hinten, ne? Das wäre zum Beispiel schon mal eine Idee. Und genau das meine ich, ne? So während dem Bauen kommt einem dann so ein Einfall und da hat man dann auf einmal Bock drauf. So. Ja, ich hol mal Weizen. Ja, ich glaube, hier diese Bäume noch wegzufällen, ob das so gut ist, weiß ich nicht, aber ich würde es erstmal halt nicht machen. So. Ja, und hier kommt dann eben alles Lukas Grundstück hin. Ich muss das echt mal abstecken. Womit könnte ich denn das bauen? Ich habe ja hier noch Stein, ne? So. Ich bräuchte mal neue Schuhe. Ich mache mir zumindest mal welche aus Eisen, glaube ich. Fällt mir gerade so auf. Vielleicht können wir auch mal aus Modblöcken bauen, ne? Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Habe ich denn Modblöcke? Also dabei bestimmt nicht. Aber wahrscheinlich in meiner Bude, ne? Aber bestimmt auch nicht so viele, dass man jetzt direkt das verwenden kann mit. Ich werde jetzt nicht extra noch farmen oder so. Nee, eigentlich habe ich hier. Ja, eigentlich gibt es ja gar nicht so viele Mods, die extra Blöcke hinzufügen. Gut, hier sowas, Asche, aber. Ja, aus Asche kannst du auch nichts bauen, ne? Gucken wir nochmal hier, dass ich vielleicht noch einfach ein paar Cobbles mitnehme. Weil die sind auch so underrated, ne? So Mossy. Die Teile, naja. Was haben wir hier noch? Andesit ist immer gut. Denke ich mal. So, ich tue erstmal hier was rein, ne? So. Ja, die Erde. Ich meine, diese Erntesachen, die ich jetzt eingesammelt habe, das kann ich ja alles mal schon wegtun. Das brauche ich ja gerade nicht. So was hier. Alter, ich muss ja auch mal einen extra Bereich für Saplings machen. Und wovon ich halt extrem viel habe. Naja, das kann doch was werden mit dem Lager hier. So, aber Andesit, na, nehme ich nochmal alles hier mit. Ich muss es ja noch nicht umcraften, kommt ja eh aufs Gleiche hinaus vom Platz her. So, vielleicht Clay, ja, da könnte man auch was draus machen. Was soll ich dann lieber hardened Clay, also getrockneten nehmen? Oder nicht? Ich glaube doch, ne? Es wäre schon am besten, den dann direkt hier
reinzuhauen. So. Dann machen wir das mal. Ich kann das ja auch mal hier eingeben. So, das ist viel einfacher. Okay, vielleicht noch eine Ladung. Ja, einmal geht noch. Aber ich weiß noch nicht, aus welcher Farbe mache ich das. Was würde denn passen? So, schwarz ist vielleicht ein bisschen zu. Ja, obwohl eigentlich, ich wäre das schon nicht schlecht, ne? Aber schwarzer Hardened Clay, der ist glaube ich nicht so geil. Ah ne, wir haben ja auch die 1.12 drauf, stimmt. Da braucht man gar keinen Clay, da ist Beton ja eh viel besser. Aber haben wir jetzt genug Gravel und Sand? Ich glaube nicht. Ich würde den Clay eh nur so ein bisschen zwischendurch mit einbringen. Nehmen wir den, glaube ich, doch mal. Und dann müssen wir schauen, welche Farbe passt. Gell? Lapis zum Beispiel könnte gehen. Was haben wir noch? Ja, grün oder rot. Grün wäre eigentlich ganz, naja, obwohl vielleicht gelb eher, ne? Oder halt rot. Ja. Warum nicht rot? Weil rot haben wir auch relativ viel. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber warte mal, hier. Oh ey, was ist denn hier mit dem Kabel wieder los? Ach, so ein Shit. Ja, also Poppy mal umcraften. Denn, ja, so viel könnte es schon werden. Aber dann müssen wir hier auch nochmal ein bisschen durchhauen. Oh Leute, hier sind ganz viele Kohleblöcke. Ich dachte, ich habe gar nicht so viel. Huch. Na moin. Das da rein. Ja, das kann auch hier hin. Wieder. Und, ah ja, ich kann schon wieder schlafen. Ah ne, ich habe das Bett ja drüben. Dann gehen wir erstmal hin. Ich guck mal, was ich jetzt daraus bauen kann hier. Viel mehr habe ich jetzt eh nicht. Na gut, obwohl. Ich nehme noch mal was mit. Ja, obwohl anders sieht das halt nicht geil, ne? Das ist halt echt nicht geil. Glas können wir aber auf jeden Fall nehmen. Und Holz habe ich da jetzt genug. Vielleicht noch Birken. Dark Oak ist halt immer geil, ne? Ehrlich gesagt. So, ob ich die jetzt nehme, weiß ich auch noch nicht, ne? Das war erstmal nur so eine Idee. So, das können wir mitnehmen schon mal. Generell, wir können eigentlich ja alles mitnehmen, ne? Ist schon wieder zu wild. Ich meine, wenn ich eh so einen großen Backpack habe, dann nutze ich den auch, ne? Für alles, was möglich ist hier. Alle, das sind noch Fanscales. Könnte alles noch brauchbar werden. Türen auch, warum nicht? Falltüren, na klar. Die Türen, Leitern, Alter. Nicht, dass ich jetzt übertreibe und hier zu viel einpacke, aber ich glaube irgendwie nicht. So. Dann könnte ich natürlich auch mal mein Schwert verzaubern. Das wäre eigentlich auch mal nicht schlecht. Ja, ich glaube, das mache ich mal. Hier habe ich ja noch Lapis. Mal sehen, was ich drauf kriege. Aber hier mit so einem Unverzauberten rumzurennen, das fühlt sich irgendwie blöd an. Knockback. Ach, ich weiß immer nicht, ob das so geil ist, ne? Ich glaube, gegen Mobs ist es schon ganz okay. Manchmal. Ein Sharpness weiß ich aber auch nicht. Geht das hier noch, dass man das. Nee, das geht nicht. Naja, egal. Och nein, was ist das denn? Das ist ja kompletter Müll. Nur Unbreaking? Hä? Das ist ja nichts. Das habe ich jetzt nur, damit es leuchtet und verzaubert ist, weißt du? Und nicht unverzaubert aussieht. Das ist jetzt der einzige Grund oder der einzige Vorteil von diesem Schwert. Alles andere ist scheiße. War komplett. Ey. Da hinten haben wir schon wieder eine Spinne, ey. Ich raste aus, so eine komische, glitzernde.
Ja, ich gehe jetzt mal schlafen. Aber ich glaube, die spawnen auch nicht, ne? Die muss man besiegen. Sonst gehen die nicht weg. So ein Müll, ey, jetzt muss ich da hin. Die wird mir mein Schwert entreißen. Dieses schöne, gell? Was so viel bringt. Ja, Blitze, schlagen Blitze ein, Alter, was soll denn das? Hör doch mal auf, so einen Film zu schieben hier. Sag mal. Dieser Blindness-Effekt, ne, das nervt so. Boah, ey. Wie viel Leben hat die noch? Achso, da oben steht's ja. Okay, immerhin ist es vorbei. Naja, ging ja noch. Protection 2, naja, okay. Warum nicht? So eine komplett zusammengeschusterte Rüstung habe ich jetzt. Ich würde sagen, hier machen wir halt erstmal noch einen Weg, so weiter. Das wäre schon okay. Oh ne. So eine Scheiße hier. Dass da wieder Erde ist. Soll da so lang werden, der Weg? Ich glaube nicht, ne? Hier müsste sogar schon dann das Haus hin. Finde ich. Obwohl. Oh ne, jetzt habe ich das wieder abgerissen. Haben wir irgendwo Grasblöcke? Oder Behutsamkeit? Nee. Aber gut, hier, das wächst sowieso relativ schnell. Allerdings ist das nicht an allen Blöcken oder Stellen so. Ah ja, hier habe ich noch. So. Wie viele Blöcke sind denn das jetzt hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, mach mal hier dann ein Haus hin, so eine Wand. Wäre das gut? Ich wollte das Haus eigentlich erst da hinten hinbauen, so, ne? Ja, mach mal auch, denke ich mal. Und 14, 16, 18, 20. Ja, irgendwie hier, ne? Ich glaube, hier passt es, weil da auch wieder mehr Platz ist und irgendwie will ich ja auch nicht riesengroß machen. Wäre ja dann auch Unfug. Also hier hin, ne? Oder? Ja, das sind ja dann 20, oder? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28. Ja, wir können es auch hierhin schon machen, ne? 19 ist besser als 20. Das haben wir auch letztes Jahr gemerkt, ne? 2019 war schon besser. Okay. Ja, Doppeltür, würde ich sagen. Woraus machen wir den Untergrund? Klapp aus Kobbel einfach. Gell? Und dann wäre es eigentlich lustig, das so zu machen. Ne? Dann hat man hier nochmal sowas. Irgendwie. Dann macht man hier sowas, dass man so Streben hat am Ende. Ne? So, und da sind das 6 Blöcke. Aber man kann natürlich das auch noch ändern. Na, wird das zu groß? Ich glaube, ich mache mal 5 Blöcke draus. Also so. So. Dann irgendwie, ja. Das passt, gell? Also 1, 2, 3. So. Und Nummer 5. Dann hier wieder 5.
Genau. So, das passt auch erstmal von der Aufteilung, ne? Oder vom Grundriss. Alter, das wächst ja echt schnell. Hier ist die Tick-Speed wieder hochgestellt, ne? Glaube ich. Obwohl es neulich auch ewig gedauert hat, bis hier unten das Gras drüber gewachsen ist. Also keine Ahnung, warum das immer so ein Hin und Her ist. So. Okay, nice, ne? Dann irgendwie hier nehmen wir schon mal anderes Holz. Irgendwie normales Oak einfach. Ja, ich weiß nicht, gell, das passt wieder hier drüben nicht. Ja, machen wir es einfach so in die Mitte immer. Gell, das geht ja auch. Und dann kommt hier beispielsweise noch irgend so ein Ding zum Eingang hin. Was haben wir noch? Die Holzdinger. Haben wir die anderen Treppen noch? Ah ja, hier. Ja, nehmen wir mal das und das. Das passt ja irgendwo, obwohl, nee. Ich würde dann schon ein anderes Zeug nehmen. Also irgendwie hier solche Treppen, gell, sind dann doch besser. Dann darunter am besten auch das austauschen. Ja, jetzt brauche ich noch mal Zeug hier. Ah. Ja, das passt. Gell? Türen. Ich weiß aber nicht welche. Die hier wären ganz gut. Die passen ja an sich. Oder nee, eigentlich wäre das hier einheitlicher, wenn das zumindest aus dem Stein auch ist. Finde ich besser. Beziehungsweise, ja, dann können wir einfach die Teile nehmen. Ja, das ist gut. Ich muss mal unbedingt Zeug raustun, was ich nicht brauche gerade. Das muss ich mir echt mal angewöhnen. So, wo haben wir denn jetzt? Ah ja, die brauche ich. Naja. Ich glaube, das macht was her. Hier, die brauche ich. Vielleicht da noch irgendwie so Zäune hin, ne? Oder nee, da kommt da natürlich ein Schild hin mit Dauerzocker oder X-Lukas, gell? Okay, zack. Dann machen wir wieder wie bei Cheville, Haus von. Oder hier wohnt, können wir auch machen, damit es nicht immer das gleiche ist. Vielleicht hier noch so Treppen, ne? Wären ganz gut. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Höhe nehme dann oder eine andere lieber. Müssen wir mal sehen.
glaube, die hier ist noch ein bisschen tief tatsächlich. Dann macht man da noch Zäune hin oder Mauern, ne? Das wäre doch cool. Einfach so Walls. Da haben wir auch mal einen anderen Touch direkt drin. Also warum nicht? Naja. Aber was kommt dann dahin? Vielleicht noch mal normale Slabs? Hab ich die mit? Uff. Da blickt man wieder gar nicht durch hier. Ah ja, hier oben sogar. Das sind Cobble Slabs. Ey, das Inventar ist einfach viel zu klein, ne? Man bräuchte viel mehr Platz, ohne Witz. Schon wieder so schlimm. Wo sind denn die jetzt? Hä? Hey Leute, hier liegt einfach ein Grab. Als ob. Hier, die wollte ich doch haben. Ich weiß aber nicht, ob das so geil aussieht. Oder lieber dann ganze Treppen hiervon. Ist vielleicht besser. Also dann muss ich mir craften. Naja, das ist ein bisschen besser. Ja, was das jetzt hier soll, weiß ich auch noch nicht. Machen wir mal so. Vielleicht kann man aber auch hier. Das. Nee, nee, das sieht scheiße aus schon mal. Okay. Dann mal das probieren. Ja, das ist schon eher. Das ist tatsächlich schon eher was. Ne? Glaube, ich mach das überall, ey. Ohne Witz. Jetzt reicht's mir. Nee, Quatsch, was mache ich hier? Das kann ja dann bleiben. Da würde ich nämlich so machen. Ja. Dann hier so ein Fenster, ein fettes. Ne? Entweder so eins oder na doch. Ja, das passt schon. Jetzt müssten wir aber diese Elemente hier auch noch mal öfter haben. Zum Beispiel das könnte ja dann auch dahin. Und dass dann so die Fackeln hier auch drunter sind, ne? Oder wir machen es allerdings andersrum. Aber da weiß ich noch nicht, ob das geil ist. Wenn wir das zum Beispiel so machen. Ne? Hat auch was. Also ist besser als so rum irgendwie. So sieht so falsch aus, einfach nur. Aber ich würde dann noch eine Verbesserung vornehmen. Und zwar hier das doch nochmal so probieren. Ah, nee, ich glaube, das ist mit der anderen Variante doch besser. Mal sehen, ne? Den Block können wir aber eigentlich auch austauschen zu Schwarzeiche oder normaler Eiche. Ja, stimmt. Nehmen wir hier mal das Holz.
Okay. Jetzt weiß ich aber noch nicht, ob wir jetzt überall hier Fenster machen. Also ich denke mal nicht. Und ja, so weg mit dir. Und nochmal. Ja, das bockt schon mit Knockback hier in dem Fall. Denn Creeper sind manchmal echt nervig sonst zu erledigen, wenn die einem so beim Bauen stören. Okay, wir müssen natürlich später auch die Häuser noch alle einrichten. Das wird auch noch eine interessante Aufgabe. Das kann ja was werden. Ich brauche mal so ein paar. Ah ja, das hier einfach nur. Könnte ich eigentlich auch mal oben anbauen, gell? Damit wir nicht nur Weizen haben. Deswegen würde ich das hier mal machen, an irgendeiner Ecke. Dass ich zumindest mal zwei dahin habe und noch hinhaue. Hier halt sieht's, aber. Ja. Weiß ich noch nicht. Nehme ich jetzt nur mit, damit ich das Zeug habe im Inventar. Damit ich hier Hühner und so holen kann. Ah, guck mal. Ja, moin. Haben wir die mitgenommen? So, denn ich mache mir so Sorgen, wenn ich jetzt hier so lange baue, dann laufen die Tiere mit der Zeit immer weiter weg. Und ich krieg die dann gar nicht mehr. Und deswegen würde ich hier sagen, komm mal mit. Ne? Und da locke ich die mal alle an. Ich hoffe mal, hier sind noch welche. Gut, Hühner können wir auch so vermehren mit Eiern. Da brauche ich nur eins erstmal. Jetzt müssen wir hier durch. Mal sehen, wie wir es von innen dann bauen. Das weiß ich auch noch nicht. Aber ich denke mal, mit so Slabs könnte es eventuell ganz gut funktionieren. Oh, ja, hier durch. Dann packen wir die mal hier vorne hin, ne? So ein Hühnerstall. Da unten das Schwein. Ja, auch da vorne rein. So, passt. Brauche ich natürlich noch ein zweites Schwein, ne? Mal sehen, ob es das hier gibt. Ah, da haben wir schon mal ein zweites Huhn. Alles klar. Dann mal immer her damit. Na hier die Treppen hoch, das ist natürlich ein bisschen beschwerlich dann. Aber okay. Passt schon. Oh hier, hat schon direkt ein Ei gelegt. Naja, klar. Wahrscheinlich kommt genau da jetzt auch noch ein Huhn raus, ne? Ah. Glaube ich auch mal, dass ich mint, na schön. Ich wusste gar nicht, dass hier noch Kohle ist, so ein Berg auch. Oder? Doch, den habe ich von der anderen Seite nur immer gesehen.
Der ist irgendwie so ein Underdog. Hier sind wieder diese Ents. Lootback. Ah, hier sind Enten. Ah, die brauche ich eigentlich nicht zu züchten, ne? Kann man die auch mit Seeds anlocken? Nee. Mit Weizen vielleicht. Lassen sich nicht beeindrucken, ne? Ach doch, lol. Komm mal her. Folg mir. Hey, wo ist er? Da. Hey, das folgt mir aber nicht. Hä? Was soll denn der Scheiß? Folg mir doch jetzt endlich. So störrisch, ne? Das geht gar nicht. Ja, egal. Ah, hier ist ein Schaf. Brauche ich auch noch. Hoffentlich ist hier noch eins irgendwo. Na komm her. Was ist das da vorne? Da ist so ein Krebs oder so. Vielleicht. Ah, da ist noch ein Schaf. Ich habe überlegt, die Blumen mitzunehmen. Könnte man aber eigentlich machen, ne? So ohne weiteres. Wenn ich das jetzt in Offhand tue. Ja, da folgen die mir weiter. Sehr gut. Also was ich immer komisch finde bei Twitch, ne? Wenn ich anfange zu streamen, kommen immer irgendwelche Leute direkt rein und dann Ewigkeiten gar nicht. Jetzt ist so Ruhe wieder und das verstehe ich halt nicht, warum das so ist. Oh Leute, das frisst hier, das hat mich schon wieder gar nicht mehr im Blick. Ich brauche aber roten Farbstoff, maybe. So, jetzt ist mal genug hier mit Waldspaziergang. Oh ey, das zieht mich wieder nicht. Mann. So nervig, ey. Hä? Jetzt hier irgendwas rausgeflogen. Das war jetzt irgendeine Textur. Hä, Leute, seht ihr das? Ah, ist das wieder der Grabstein? Oh. Ey, jedes Mal wieder, ne? Das sieht man nicht. Mann. Ich dachte gerade schon, ich bin in Tiny CR8 und sehe das Atomkraftwerk da hinten. Ja, moin. Gehen wir mal hier durch, ne? Oh shit, sorry. Okay, wir streamen schon 44 Minuten. Ich weiß aber noch nicht, wie lange das heute geht. Und wie lange ich dann Tiny CR8 noch streamen kann. Das werden wir alles sehen, ne? Oh Mann, ey, ständig gehe ich hier rein. So. Ah, ein zweites Schwein brauchen wir definitiv noch. Hä?
Also ich dachte schon, das Huhn ist ja ausgebüxt. Ah, da ist einfach noch eins. So, jetzt muss ich ja wahrscheinlich wieder einen Block abbauen, weil die zu blöd sind, hier reinzugehen, ne? Oder ne, diesmal haben sie es geschafft sogar, Alter, ich bin stolz. Dafür gibt es jetzt endlich das Weizen, das langersehnte. Das tue ich aber jetzt mal hier mal raus. So. Okay. Ja, jetzt brauchen wir nur noch Kühe. Aber wo da jetzt welche sind, weiß ich auch nicht. Ich sehe ja nur Hühner. Ah. Ah, hier ist noch ein Schwein. Ah, sehr gut. Guck mal. Ist da noch eine Kuh? Nee, das ist so ein Wildschwein. Hier, Karotte. Ich habe eine einzige für euch. Die muss für alle reichen. Ja, nehmen wir beide mit. Die sind irgendwie am schnellsten, gell? Vom Laufen her. Guck mal, wie die hier vorantreschen. Oh, jo. Die rennen ja richtig. Oh nein! Oh, scheiße. Ach, super, ey. Jetzt habe ich die einzige Karotte, die ich habe, da denen verfüttert. Aber zum Glück hat man noch zwei oben angepflanzt. Sonst sehe ich jetzt alt aus, ne? Ah. Was steht hier eigentlich noch? Pfeiler verzehren, Alter. Das ist schon ewig. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das machen würde. Aber das hier passt irgendwie nicht, gell? Es muss so sein. Ja, schon besser, glaube ich. Und ich brauche mal eine neue Grabstein-Dings. Oh, das kann ich mir mal aufschreiben auf ein Schild. Grabsteinhäuschen. Genau, das ist mir nämlich schon mal eingefallen irgendwann. Das wollte ich dann aufschreiben, habe ich auch immer vergessen. Schreibe jetzt mal hier hin. Und zwar Grabstein. Ja. Sammelhaus. Da weiß man direkt, was gemeint ist, denke ich. Oder eine Halle halt so, ne? So ein Riesenhaus. Vielleicht auch unter der Erde irgendwas. Dass man das so hiermit verbindet, mit dem Märchenwald, ne? Oder ich weiß noch nicht, wohin das geht. Dass man da so eine geheime Höhle baut. Oder wie auch immer. Ah, jetzt habe ich doch glatt wieder die Karotten vergessen, ey, typisch. Sind das die? Ich habe gar kein Bone Meal, ey. Block of Quartz. Naja. Ich hätte die eigentlich nochmal hier mit dem Bone Meal vermehren wollen, aber egal. Müssen wir es halt wieder so machen. So, kommt mal her. Sahen gerade so aus, als hätten die mich schon von Weitem gesehen, aber das konnte gar nicht sein. Aber die sind nur irgendwie zufällig so agil auch schon gelaufen. Okay, und tschüss. Für euch habe ich zu wenig Budget. Das kann ich ja nicht ausgeben, die eine Karotte. Da bin ich nämlich fast pleite. Ja. Die werde ich auch gleich zurückbringen. Aber erstmal will ich gucken, ob hier noch Kühe sind, ne? Irgendwie fühle ich mich hier unwohl, dass der Battle Tower direkt in der Gegend ist. Den müssen wir mal wegreißen. Aber ich weiß nicht, ob der schon besiegt ist, oben. Aber der mit Niklas Place, das war ja Antra, ne? Der war viel weiter weg. Naja, mal sehen, wie wir das gestalten. Ah, hier ist ein Pferd im
See, alles klar. Not bad. So, aber jetzt hier Kühe nach Hause zu kommen, macht auch keinen Spaß. Oh nee. Och. Jetzt ist hier Infinitys erste Mal abgestürzt. Und jetzt ist natürlich wieder dieser scheiß Launcher im Vordergrund, gell, im Stream. Warum stürzt denn das jetzt einfach so ab? Vor allem, das schließt sich einfach, ne? Es leckt nicht mal vorher, es ist einfach zu. Das ist immer das Dämlichste, wenn es abstürzt, ne? Da wäre es besser, wenn ich zumindest vorher schon mal ein Anzeichen merke. Ach, Mann. Na, ich trinke mal kurz was, ne, während das hier lädt. Dann muss ich, glaube ich, hier den Monitor umstellen, weil das doch nicht mehr funktioniert. Ach. Ich guck mal, wie ich das machen kann. Müsste ich quasi jetzt hier Bildschirmaufnahme machen. Minecraft weg. Weiß nicht, geht das so? Maybe? Nee. Ja, müssen wir so erstmal lassen, gell? Geht nicht anders. Und ja. Dann schnell auf den Server, bevor der offline geht. Aber ich werde natürlich jetzt das Vollbild machen. Da gucke ich mal am Handy direkt, ob der Stream läuft. Ne? Lol. Hey, Lukas schickt mir ein Video, was 9 Minuten geht. Hä? Was soll denn das sein? Ich mache es mal Fullscreen, also F11. So, und dann gucke ich am Handy, ob das jetzt funktioniert. Nicht, dass hier OBS rumspinnt und das schwarz bleibt. Ich glaube, jetzt war es auch kurz schwarz, aber jetzt müsste es gehen. Na, wie komme ich denn jetzt hier auf meinen eigenen Stream? Finde ich den jetzt? Ah ja, mein Kanal. Dann hier live. Okay, ja, geht. Na. Dann lasse ich das jetzt hier drüber laufen. Da noch das, naja. Alles klar. So. Okay, ja, hier leckt schon irgendwie, gell? Das merkt man. Pferde könnte ich natürlich auch züchten. Aber das weiß ich noch nicht. Alter, was ist denn hier alles abgebrannt oder was? Das ist doch nicht normal. Aber wenigstens habe ich jetzt mal ein größeres Bild, ne? Das war nämlich bisher auch immer ziemlich klein. Und jetzt nach einer Dreiviertelstunde ist es schon mal ganz angenehm, das hier ein bisschen größer sehen zu können. So, da lässt sich doch mitarbeiten, ne? Okay. Na, sollte auch stimmen. Also ich sehe gerade den Stream am Handy. Es funktioniert eigentlich alles. Also top. Okay. Ja, ich gucke gleich mal, was das für ein Video sein soll von Lukas. Das machen wir. Aber erst eins nach dem anderen, gell? Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht wieder ab, gell? Hab irgendwie schon wieder so schlechte Gefühle. Warte mal, war nicht bei Julia Kühe? Ich guck mal in die. Oh, ey, was ist denn nur? Irgendwas stimmt hier nicht mit der Gegend. Das war, glaube ich, früher auch schon, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar im März oder so, oder letztes Jahr, ne, nicht März, sondern Mai, Juni, da habe ich auch immer mal am Laptop hier aufgenommen und da ist es immer an der Stelle abgestürzt, ey. So ein Müll. Na, ich guck mal, was das sein soll. Leute, das lädt noch. Das ist einfach nur irgendein. Hä? Warum geht das 9 Minuten?
Aber man kann bei Twitch das minimieren, das ist ja auch nicht schlecht. Also eine andere App währenddessen öffnen. Das geht ja bei YouTube nicht. Ah, warte mal, das. Ah ja, ich weiß, was das ist. Okay. Ich habe moin. So schnell joinen, damit ich auch nicht nebenbei rausfliege oder der Server ausgeht. Und dann schnell hier weg erstmal, bevor es wieder abstürzt. Darf ich nicht hingehen. Zumindest wenn ich am Laptop bin. Am PC geht's ja. Okay. So, jetzt ist geht's auch wieder. Okay, jetzt können wir weitermachen, würde ich sagen. Ja, dann auf jeden Fall da hinten gehen wir hin für die Kühe. So. Hier sind ja auch noch Schweine. Ach, Chocobo ist ja hier auch. Stimmt, wie kann ich denn die bitteschön züchten? Das will ich mal wissen. Ah, hier sind viele Tiere noch. Beziehungsweise Chocobos muss man ja erstmal zähmen, ne? Und das brauche ich dann als erstes. Ich glaube, in diesem Bergbiom bei Julia waren noch Kühe. Ich gehe mal bei Basti schlafen kurz. Das ist der blanke Wahnsinn. Leben eigentlich die Chocobos noch? Die sind. Ich höre die gar nicht. Ah doch. Sind nur kurz leise. Irgendwann hörst du sie dann doch wieder. Dann nerven sie dich die ganze Zeit. Da hinten sind ja auch übelst viele, wir müssen die echt mal züchten, ne? Also ich reagiere dann mal auf ein Video, würde ich sagen. Auf so ein Tutorial, wie das funktioniert. Dann hole ich die mir mal. Ich habe ja so einen Stall gebaut, obwohl ja, der ist wieder direkt über meinem Haus und das ist wieder da, wo es abstürzt, immer. Also man darf nicht an diesen einen Chunk kommen. Mehr oder weniger. Ich hoffe, hier ist safe. Aber irgendwo gab es da auch mal Kühe, also muss es ja geben, ne? Sind dann einfach so random Schafe. Die Wildschweine schwimmen im Wasser, natürlich. Was ist denn das? Oh nein. Oh, ich darf echt nicht in den Wald gehen. Was ist denn das? Ach, oh, ey. So ein Müll. Okay.
Jetzt sind wir schon eine Stunde dran im Stream. Nicht schlecht. Nein, nein, nicht da lang. Hier hin. Och. Hätte ich schon wieder fast einen Fehler gemacht. Also erstmal wegrennen und dann mache ich Fullscreen. So, jetzt. Okay, jetzt ist irgendwie Black Screen im Stream. Ah, jetzt geht's. Hier sind übelst viele Schweine, ey, das gibt's doch nicht. Die Schweine hier. So. Aha. Oh nee, der. Oh nein. Ich hasse es, ne? Ey, komm, hör doch auf. Diese Scheiße, es geht einem so auf den Sack. Dieses Rumgebooste immer. Ja. Ach, ich finde ja keine Kühe, ey. Was ist denn das? Ich traue mich mir gar nicht darüber zu gehen jetzt. Weil alles, was Wald ist, ne, ist ja nicht gut. Ach, hä? Oh, jetzt reicht's aber. Also langsam ist gut. Ja. Ey, das geht mir übelst auf den Sack. Nein, ey, die ganze Zeit stürzt das ab. Ach, vorher gar nicht. Das hat 50 Minuten fast durchgehalten. Dann geht das los und stürzt nur noch ab. Was ist denn das? Ach, ey. Da hab ich echt keinen Bock drauf, die Scheiße. Ich wollte ja eigentlich schön jetzt noch Chocobo züchten. Na gut, das können wir ja auch machen, da. Ich darf anscheinend nicht rumlaufen, ey. Kotzt mich das an. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo Kühe sind. Wenn ich jetzt wieder zu Julia laufe, ne? Und dann stürzt es noch dreimal ab. Dann bin ich endlich da und stelle fest, dass keine Kühe da sind. Da hat sich ja auch nicht gelohnt. Deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach zurück und versuche weiter zu bauen. Weil ich mir das jetzt ja nicht mehr antun will. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es funktioniert beim Bauen. Deswegen machen wir das jetzt so. Ich kann ja noch mal kurz hier irgendwie stehen bleiben, AFK. Vielleicht macht das ja was aus, dass es dann ja nicht so abstürzt direkt. Oder dass ich erstmal hier zu Chevet gehe. Ich habe ja eigentlich alles dabei, was ich hier brauche, ne? Da könnten wir eigentlich mal weiterbauen. Ja, weil sonst wird das ja echt zu anstrengend langsam. Irgendwann reicht's halt, muss ich sagen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse mit diesem Äußeren, ne? Ich will das eigentlich fast schon wieder abreißen und durch diese Slabs hier ersetzen. Die sind dann besser, finde ich. Und jetzt habe ich wieder dieses Ding rausgeworfen. Hä? Was ist denn das? Wieso fliegt das immer raus? Ich mach doch gar nichts hier. Ich nehme doch nicht das und werf's raus oder so. Hä? So. Vielleicht geht's ja so. Wenn's nicht der letzte Slot ist.
Jetzt können sich zumindest erstmal die Chunks aufbauen und das Spiel stürzt nicht direkt wieder ab. Ich denke mal, das ist schon ganz gut so. Ja, aber der Stein passt halt hier oben echt nicht rein bei so einem Holzhaus. Das kann man vielleicht dann irgendwie in die Mitte machen oder sowas, keine Ahnung. Ne? Und ich glaube, das passt hier auch nicht, ehrlich gesagt. Denn da wäre Birkenholz wohl besser. Oder halt ganz außen diese Schwarzeichen, ne? Okay. Dann mal so. Ja, dann nehmen wir das mal mit hier. Glaube, hier machen wir dann doch mal dieses Holz. Ja, ich habe ja auch schon viel rumprobiert irgendwie bisher. Vielleicht kann man ja den Rest dann aus Birke bauen, ne? Oder? Hm. Der hätte jetzt das umsonst abgerissen, oder? Wieder mal. Aber ich glaube, das sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht. Naja, das kloppen wir schon wieder hin hier. In der Mitte kann ja dann irgendwie mal ein Glowstone am besten. Hab ich noch welchen? Ich hoffe mal. Nee, stimmt, gell, das war ja immer mein Problem. Ich brauche ja mal Glowstone. So ein Müll. Ja, bauen wir ja erstmal Fenster ein, ne? Ich weiß nicht, ob das hier. Ja, komm, mach mal ein großes Fenster, warum nicht? Dann können wir eben noch ein paar Kisten machen, ne? Da hat er auch eine Einrichtung, so ein bisschen. Machen wir hier ein bisschen größere Abstände auch mal. Ob da jetzt noch Kisten hin passen, weiß ich gerade gar nicht. So richtig irgendwie nicht, ne? Vielleicht können ja hier immer noch so Öfen dazwischen. Das heißt, ja, irgendwie hier zwei und da drüben schon mal. So. Ja, dann aber noch einen. Wie viel Truhen brauche ich jetzt noch? Ja, so viel eigentlich. Perfekt.
Nee, das sieht nicht gut aus, oder? Das sieht komplett scheiße aus. Leider. Vielleicht dann noch eher so. Ja, das geht schon eher noch. Muss man ja sagen. Ja, hier, das lässt sich auch blöd machen. Ehrlich gesagt. Da müsste man das so machen, irgendwie. Ja, das geht. Genau. So wäre okay. Dann halt hier noch eine Workbench. Wie es halt war, so ähnlich. Oder. Ja, das ist wieder zu hingequetscht, gell? In die Ecke kann vielleicht noch eine Deko, aber keine Workbench. Die passt da noch eher, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht auch irgendwie hier so. Auf dem Boden. Oder wir machen extra so einen Raum für die Workbench. Ja. Aber hier gibt es keine Mitte so richtig, deswegen ist es doof. Irgendwie. Ich setze jetzt mal dahin, da passt es immer noch am besten, muss ich sagen. Vielleicht auch, wenn man da drüben einfach noch eine hinsetzt. Gell? So. Ja, doch, das geht. Ne? Dann können ja. Ja, ich weiß nicht. Ob ich da Zäune dro so hoch. Oh, Alter, hat er mich erschreckt. Oh, nee. Das gibt's doch nicht. Was war das denn? Ey. Wollte das gerade so machen? Oh, nee. Alter, jetzt brauche ich erstmal wieder Ruhe. Nee, das ist auch blöd, gell? Wie macht man das jetzt wieder? Na gut, man könnte hier noch mal so eine Trennung machen, gell? Dass das so der Flur ist, quasi der Eingangsflur. Und da haben wir hier auch schon wieder fast alles zu gleich. So, zack und zack. Okay, ich glaube, ich mache mal gleich eine kurze Pause vom Stream. Also, der Stream läuft weiter, aber ich bin halt kurz AFK. Und dann schauen wir mal. Hier können wir vielleicht dann oben das komplett anders machen mit dem Holz. Und zwar nehme ich da dann Steine oder so. Ja, das geht schon. So, zack. Huch. Na, mach mal von hier oben, das ist entspannter. Da ist bestimmt hier oben gespawnt, der Creeper, gell? Ich weiß es halt nicht. Aber ich leuchte hier mal aus. Man weiß ja nie.
Vor allem die Türen sind einfach falsch rum eingebaut. Da kriege ich ja auch schon wieder die Krise. Machen wir mal hier außen wahrscheinlich das. Ey, was mache ich denn? So. Sortieren wir mal ein bisschen zumindest, ne? Okay. Dann hier außen die Teile. Boah, das leckt gerade übel, ne? Ist nicht so cool. Hier machen wir es dann wieder so. Leckt das im Stream auch so? Nee, da geht's noch. Oh, Junge. Lol. Warst du in den Chat im Livestream, hä? Ach so, sehe ich erst jetzt. Hey, ich war doch. Hey, ich habe doch ständig geguckt. Das war doch bestimmt erst vor 10 Sekunden oder so gefühlt. Ich muss das halt auch gerade am Handy machen, weil ich hier im Fullscreen spiele. Ich warte seit 5 Tagen. Worauf? Ich wollte gleich noch eine kurze Pause machen, also 3 Minuten AFK. Ach so, im Channel, nee, das glaube ich nicht. Ja, dann bin ich mal kurz weg und gleich komme ich dann rein, ne? Okay.
Okay. Ach so, mein Mikro habe ich gerade hier fälschlicherweise gerichtet. Aber brauche ich gar nicht, weil ich ja hier eh übers Laptop rede. So. Vor allem hier wird mir das nicht mal angezeigt, ne? Dieser Shit. Okay. Also hier im Chat meine ich. Ah, jetzt erst, hä? Was ist denn das für ein Bug? Okay, ich bin mal kurz hier im kleinen Screen. Hier habe ich jetzt fälschlicherweise weitergebaut, ne? Das sollte gar nicht so sein. Mach ich mal weg. Na, das kommt ja dann außen hin, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier noch diesen Streifen lassen soll mit dem Birke. Mit der Birke. Das sieht, glaube ich, nicht so gut aus in dem Fall. So, wie lange Discord immer zum Laden braucht, ne? Rhythm hat einfach ein neues Bild. Hallo? Hallo? Ich höre nichts. Ja, toll. Ach, das kann hieran liegen. So, jetzt vielleicht. Hallo? Nee, geht immer noch nicht. So ein Müll. Ich bin noch drin. Wieso höre ich denn nichts? Ah, jetzt. Sick. Ja. Ach, da bist du doch. Es geht. Na, Guck jetzt mal, auch geht's. guck mal, wie viele sich wir zahlreich versammelt haben für unser Gartic Phone Event. Was für ein Event? Ach so, Gartic Phone. Ach so, nicht zu vergessen, heute sollte ein Tiny Config 8 auch noch das Locate Event sein. Ist auch niemand gekommen. Nee, hey, das sollte doch schon Freitag sein. Ja, dann schieben wir es einfach auf heute. Na, am besten auf nächste Woche, weil heute wollte ich eigentlich streamen. Ach so. Ja, wie lange willst du denn noch streamen? Weil ich bräuchte noch kurz 10 Minuten, weil ich will bei uns unser Panel Cast bekannt. Wenn wir kurz zu Ende streamen, danach zocken wir eine Runde Gartic Phone zu zweit. Na, ich stream noch lang genug. Ja. Okay, sehr gut. Ich kann eigentlich auch mal Eigentlich. wieder Affinity streamen. Ja, genau. Ach. Das wäre doch jetzt perfekt. Ja, Mann. Aber ja, ich nutze mich mal kurz 10 Minuten. Ich komme dann wieder, okay? Ja, Weil ne? wenn du ihn noch streamst, dann muss ich kurz was machen. Genau. Okay. So, ich schalte mal um. Ach du Heilige. Dann mal das hier.
brauche neues Essen einfach. Es kann sogar sein, dass es noch vom Anfang ist hier. So, das haben wir, das, ja, dann passt das erstmal. Oh shit. Habe ich jetzt eigentlich Behutsamkeit? Nee. Ach doch. Hä? Nee. Ich dachte schon, das wäre jetzt gedroppt, weil das sah so aus, aber ist nicht. So, das haben wir alles. Naja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, da müsste ich halt jetzt einrichten als nächstes, aber. Wie das dann am besten ist, ist halt die Frage. Und ob ich hier diesen Gang nicht noch nach hinten verlege oder erweitere. Denn ständig macht man wieder was neu, ne? Als wieder nicht passt oder wieder anders besser wäre. Weil so sieht das irgendwie falsch aus, wenn der hier endet. Ist einfach nicht gut. So, das, dann hier. Ah ne. Toll, das muss ja noch weiter zurück. So, das hätten wir. Dann kommen die weg. Die kommen an den Rand. Genau. Dann könnte man hier natürlich dann auch noch das mit den Zäunen weiterspinnen. Ne? Ach so, passt das hier halt besser. Das ist halt viel, viel geiler eigentlich. Ja, da jetzt nicht unbedingt an den anderen Stellen. Aber da könnte noch irgendwas hin. Was weiß ich, noch ein Ofen. Habe ich eh gerade übrig hier. Ja, passt jetzt noch nicht so ganz, muss ich noch was Besseres finden, aber fürs Erste reicht's ja irgendwie. So. Vielleicht kann dann da auch noch was hin in der Art. Tja, ne? Ich glaube, das lasse ich so. Ich brauche noch ein Bett. Aber ich habe nichts mehr dafür. Ich hoffe, jetzt stürzt es nicht wieder ab hier.
Was ist denn das? Wird denn das nicht angezeigt? Oh nein, oh. So ein Müll. Was war denn jetzt wieder falsch? Jetzt muss das Hörs wieder ewig laden. Okay, geht's? Noch ist Black Screen, na, jetzt geht's wieder. Okay. Ich kann jetzt eh nicht schlafen, ne? Hey, was ist denn das? Warum ist das so ein riesen Skorpion? Jetzt ist er weg. Oder ist er weiter hinten? Scheint er echt riesig zu sein. So, hier hinten mache ich ja die Wände dann durchweg, ne? Dann nehme ich dann mal die Slabs. Oder? Nee, ich glaube, es muss noch einen tiefer. Oder wie groß wird eigentlich die Deckenhöhe? Ich würde sagen, nicht zu übertrieben. Als das Riese gekickt. Ja, also 5 wären, glaube ich. Obwohl 5 würde noch gehen hier bei dem Raum. Ist ja auch mal ganz schön. Wenn die Decke ein bisschen höher ist, ne? Das hat schon was. Ja, ich weiß noch nicht. Gucken wir mal hier. Was haben wir denn alles?
Woraus baue ich die? Aus Koppel? Oder doch was anderes? Hm. Würde ich die Slabs nehmen wieder? Oder? Hm. Weil, wenn wir 5 Blöcke machen, dann wären es ja 5,5 mit Slabs, ne? Wenn man die dann statt den ganzen Blöcken nimmt. Ich glaube, ich mache dann auch keine zweite Etage. Außer vielleicht so eine kleine, mit die nur 2 Blöcke hoch ist oder so. So als Dachboden. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee, ne? Ich weiß noch nicht. Aber da könnte man das Fenster ja auch noch höher machen. Ja, nee, ich glaube, ich muss das anders machen oder planen. Ne? Und zwar, also ich glaube, ich muss hier eh außen das Dach hin machen. Die Balken. Also irgendwie hier so. Ne? Quasi sowas. Zack. Genau. Ja, das muss natürlich dann. Ah nee. Wie kommt denn das? Das ist eigentlich egal. Ne, sowas in der Art. Also richtig gefällt es mir noch nicht. Da müsste noch irgendwas hinzugefügt werden. Aber was? Wie macht man das jetzt wieder? Hab ich hier noch. Die Teile brauche ich. Geht das so? Ich weiß halt nicht. Ach so, das kommt natürlich dann auch weg, gell? Das muss man mit beachten. Irgendwie muss da noch eine Stütze hin, ne? Habe ich so das Gefühl. Achso, irgendwie so. Ja, doch. Das schon eher, ne? Naja. Aber ob man das dann hier genauso machen kann, weiß ich noch nicht. Und hier unten, das müsste auch noch verschönert werden. So viel Stonebrick habe ich auch gar nicht mehr. Als dass ich jetzt hier übel sagen könnte, ich bin reich, ne? Okay. Na, hauen wir mal alle durch, ne? Sieht das gut aus, wenn man immer das Gleiche nimmt? Irgendwie ja nicht, ne? Da müsste schon mal Variation rein, zumindest an den Ecken. Vielleicht ja dann Koppel, ne? Dass man ab diesem Ding Koppel nimmt oder so. Boah, ich weiß aber noch nicht, ob das gut aussieht, ne? Ich nehme erstmal ganze Cobblestones, um zu gucken, wie das ist. Ne, warte, das wäre ja falsch. Da ist das schon richtig. Aber hier. Bei den Mauern, ne? Nimmt man halt dann Ganze und dann hier die Treppen.
Wo sind sie hier? Alles klar. Ja moin, das ist schon wieder scheiße. Jetzt kann ich das ja nicht um die Ecke so machen, ne, wie ich das will. Ja gut, vielleicht sieht so aber auch besser aus. Oder? Man macht so. Ja. Das sieht so fett aus. Hier, das macht's dann so fett. Na, überzeugt mich noch nicht. Oder man macht's halt doch so dann ganz normal. Huch. So. Damit das zumindest. Na, nee, das sieht gar nicht mehr so geil aus, ehrlich gesagt. Wenn dann schon so. Ah, dann ist es so abgeschnitten, gell? Hm. Das ragt halt zu sehr nach vorne. Ich will das nicht irgendwie. Okay. Naja, machen wir das mal irgendwie so. Hier könnten ja dann Lampen hin, nochmal. So als Deko einfach. Oder irgendwelche Blöcke. Boah, was kann man da nehmen? Vielleicht irgendwie Lapisblöcke oder irgendwas Besonderes, ne? Vielleicht auch Trapdoors. Die kommen mir da gerade gelegen. Ja. Warum nicht? Hm. So, gell? Na gut, und dann entsprechend hier das ganze Zeug. Das volle Programm. Ja, hier, das kommt natürlich dann auch anders. Das wären ja dann auch die. Tja. Oder wäre es eigentlich besser, wenn das hier alles aus Koppel wird? Okay. Na toll, die sind jetzt direkt falsch platziert. Nur am rausdroppen hier. Oh nee.
habe ich jetzt keine Treppen mehr davon. Oder habe ich die schon wieder weggetan? Ah, hier. Na gut, ne? Vielleicht kann ich ja die Türen schon mal reintun hier. Das Holz. Ja, mit dem Boden drin müssen wir auch noch mal gucken, wie ich das mache. Wie macht man das jetzt hier? Eigentlich muss ja das hier auch auskoppeln dann oben. Damit es so passt. Ne? Ja, das geht schon, denke ich mal. In der Mitte bleibt mir dann bei den Treppen hier. Ne, hier nicht. Aber hier. So. Lag, aber übel. Wir haben wir keine mehr Mauern. Bestimmt, oder? Hier. Hier ja dann auch. Haben wir die noch im Inventar? Ne, habe ich auch schon wieder weggetan. Stage 2 wird kommen. Hä? Hier schon Angst. Aber wir könnten Stage 2 auf der Craft Attack 8 Map spielen oder so, auf der richtigen. Und dann erkunden wir einfach die Welt. Wie wären das? So, ich habe gerade eine Idee für den Boden. Huch. Und zwar wird er dann irgendwie so aussehen. Ne? Dass man dann hier. Soll ich jetzt mit dem gleichen Holz weiterbauen? Oder mit dem äußeren, also das Oakholz. Ich weiß halt nicht, wie viel wir davon haben jeweils. Man könnte ja dann dazwischen. So
Birke hinsetzen. Birke und das Dunkle passt immer ganz gut zusammen durch den Kontrast. Dann hat man auf der anderen Seite eben das hellere Holz in der Mitte. Das wäre schon ganz gut, dass man gleichzeitig einen Kontrast, aber auch einen Übergang hat nebeneinander. Hey, Moment mal, was stand da gerade unten? Hey, da stand gerade so ein übel langer Text. Was war denn das? So. Naja. Aber ob ich dann hier noch so ein Kreuz mache, ich glaube nicht, gell? Dann machen wir dann noch was anderes aus Stein mal. Und zwar haben wir hier hinten das. Da könnte das hier nochmal wiederkehren. Mit diesen Slabs. Könnte es hier so eine Art Wendeltreppe geben, ne? Dann geht's halt hier so rein. Man will natürlich dann auch mal gucken, dass der Baustil von dem jeweiligen Spieler stimmt, aber ja, ich weiß jetzt nicht. Mal sehen, wie wir das machen. Ob das jetzt so wichtig wird. Und in der Mitte könnte dann so eine Säule nach oben gehen, die dann nochmal den Raum trennt auch so ein bisschen. Ja, doch. Warum nicht? Da haben wir doch was Ordentliches gefunden. Ne? Huch, so. So, oh, es ist schon ein älterer Baustil hier. Wieder so mittelaltermäßig, was man ja oft findet in Minecraft irgendwie. Okay. Dann müsste man hier theoretisch jetzt verschiedenste Bodensorten nehmen oder Holzsorten. Jede Seite eine Sorte. Oder? Das wär's doch. Ich weiß nicht, was nimmt man da? Oder so abwechselnd. Ja, das wäre auch was. Stimmt. Weil jetzt vier Sorten zu finden ist schwierig. Aber ich könnte das auch so über Kreuz abwechselnd machen. Mit Birke und Eiche einfach nur. Ne? Nehmen wir mal die Slabs hier. Und das. Ich finde das irgendwie gut so, das Konzept, ne? Ah, geht sogar perfekt auf, ey. Wie abgemessen wieder. So. Hier, dann hier noch. Hätte ich jetzt auch nicht machen müssen, ne? Ins Inventar gehen, das hätte ich mir wieder über die Pickup-Block-Funktion holen sollen, aber egal.
So. Das sieht doch mal nach was aus irgendwie, finde ich. Sowas habe ich noch nicht gebaut. Ist mal was Neues. Und dann könnte man hier so immer entsprechende Zäune nehmen. Zum Beispiel hier noch so kleine Abtrennungen. Habe ich noch normale Fences? Ah ja, hier tatsächlich. Ah, da fehlt wieder einer. Die reichen ja perfekt, aber hier brauche ich noch einen. Ich brauche eh noch mehr von denen, ne? Da mache ich gleich meinen ganzen Schwung. Huch, so. Nein, oh ey. Och, bitte nicht hier. Mann, das kotzt mich ja an. Och. Ey. Das raus. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht, dass das passiert? Okay. Jetzt muss ich ja erst wieder diese scheiße Erde wachsen lassen. Ich glaub das nicht, ey. Oh, ist das nervig. Vor allem hier wieder. Ey, wirklich, wenn da sowas sprengt, ne? Die ganzen einzelnen Dinger wieder rein hinsetzen. Das ist einfach nur schlimm. So. Jetzt haben wir zumindest genug Zäune. Nicht, dass der noch hier reinkommt, ey. Ich malte erstmal die Fenster. Und zwar hier vorne kommen noch welche hin. Ne? Aber hinten nicht mehr. Ja, moin, jetzt muss ich mir extra wieder eine ganze Ladung craften. Ne? Warte mal, hier die Workbench hole ich direkt mal rein, damit wir mal im sicheren craften können. Die müssen wir irgendwo platzieren, wo es Sinn macht. Hier hinten zum Beispiel. Huch. So. Ja, Fensterscheiben. Hier nehmen wir dann wieder die anderen Blöcke. Wo sind denn die? Muss ich mir auch was craften wieder, ne? Zum Glück habe ich noch Stone. So, und dann hier auch. Damit eben hier ein bisschen Technik und so hin kann oder irgendwelche Einrichtungen. Naja, dann gucken wir mal. Da ist mal Licht. Ich habe hier keine. Ja, shit. Brauch mal hier Zeug, ne, da drin. Ja, Kohle, genau, das meine ich. Ah, das wollte ich auch noch machen hier. Leiter nach oben. Shit. Hab ich auch ewig gebraucht, ne, um das zu bauen damals. Boah, das war auch heftig.
Das war so ein Riesenprojekt, ne? Haben wir noch Weizen? Eigentlich schon, ne? So, wie spät ist es eigentlich? Ich glaube, jetzt sind wir schon seit 2 Stunden dran, ne? Ja. Kommt hin. Ich weiß noch gar nicht, wann ich wechseln soll, dann aufs andere Spiel. Na, mal gucken. Ich weiß gerade gar nicht, was ich tue. Was wollt ihr holen? Ich glaube Weizen, gell? Brauche ich. Ich weiß nicht, ne? Wenn ich jetzt Weizen farmen gehe, dann wird das wieder so übertrieben viel. Hier kann ich mir zumindest eine gerade Anzahl an Brot craften, also 6. Ja. Werde ich erstmal nicht verhungern, aber reicht jetzt auch nicht ewig. Na, muss ich mir nochmal überlegen. Oh ne, jetzt habe ich hier wieder keine Lichter geholt. Ey, Mann. Erstmal hier rein. Hier oben ist es. Endlich Kohle, ey. Okay. Na los. 44 Fackeln. Das wird ja erstmal reichen. Man braucht doch auch immer viel, ne? Irgendwie. Aber wir bräuchten auch mal unbedingt Glowstone. Ich glaube, ich gehe mal gleich in den Nether und hole noch Glowstone. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Jetzt muss ja auch mal gemacht werden, ne? Ich hoffe nur, dass der Nether nicht leckt. Aber wie das so von oben da reinläuft. Das sieht irgendwie auch gut aus. Das kriegt man nicht überall hin. Vor allem, dass man das hinterher noch sieht. Mal sehen. Müsste ich höchstens dahinter den Block so lassen wie da, ne? Und dann die Decke einfach höher. Ja, das wäre irgendwie cool, ne? Wenn man ein anderer Raumstil. Hätte ich irgendwie Bock drauf jetzt. Naja, ich probiere das mal. Würde ich sagen. Müssen wir nur noch weiter hoch hier. Können wir ja die Wendeltreppe noch erweitern. Wenn wir sie eh schon hier haben. Achso, nee. So. Vor allem da unten wächst Gras, ne? Nur da draußen, wo ich es brauche, nicht. Hä? Hier ist immer noch nicht gewachsen.
Die wollen mich doch verarschen. Aber Hauptsache da. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist immer blöd an den Ecken, gell? Da musst du immer erst so einen Block setzen, den dann abbauen. Und kommst dir so richtig veralbert vor. So. Und von hier kann man ja dann noch so eine kleine Etage machen. Also so ein paar Blöcke einfach wieder unten, ne? Dass man so eine Art Podest hat und von wo aus man dann noch irgendwo hin zugreifen kann. Vielleicht kann ja auf dieser Erhöhung dann noch irgendein Kistenzeug oder so hin. Ne? Das wäre beispielsweise eine Idee. Ah, ich weiß es noch nicht. Ich hätte vielleicht eine Idee, wie man das macht. Und zwar nehmen wir jetzt hier mal irgendwas, ne, so, dass wir hier so einen äußeren Ring ziehen. Ne? So. Ja, die Ecken tausche ich dann noch aus, beziehungsweise die werden dann wahrscheinlich hier so rausgehen, ne? Das ist so mein Plan und meine Vorstellung. Ja. Ja, ich glaube, von unten macht sich das besser, ehrlich gesagt. Ja, und die richten wir dann halt so aus hier, ne? Dass das passt. Ist halt ein bisschen umständlich, weil man da immer einen Hilfsblock braucht drunter. Der kommt natürlich dann auch weg. Ja, aber Holz haben wir hier noch genug, ne? Aktuell zum Glück. Obwohl ich sagen muss, das gefällt mir noch nicht, dass das hier so direkt drauf geht, ne? Ist irgendwie nicht so geil. Macht man das? Oh shit, ja, ich baue erstmal hier so einen Ring hin. Sonst kann man ja hier nichts machen. Oh shit. Mann, jetzt muss ich hier wieder so einen Zauber machen. Ja, und da kann man dann halt da so lang laufen, aber das bleibt offen hier, ne? Das wäre eigentlich cool. Ja, ist halt blöd hier bei den Fenstern, wie gesagt. Bei den anderen stört's gar nicht so, muss ich sagen. Also jetzt hier hinten, da ist es okay, sag ich mal. Aber sonst, ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht stören die Balken auch nur. Dann müssten wir das noch irgendwie anders machen. Aber wie? Es muss ja irgendwie befestigt aussehen, sonst schwebt das so rum und das sieht irgendwie blöd aus. Ich weiß nicht. Das ist nicht so easy. So sieht's jetzt zumindest okay aus und realistisch. Tja, müssen wir mal schauen. Jedenfalls hier machen wir dann so in der Art.
Kurz das und dann hier weiter. Stimmt das hier? Hatten wir da immer die normalen? Ja, doch. Aber vielleicht wäre es besser, hier die Cobblestones zu nehmen. Nee, da müsste hier auch Cobble hin. Ja, das passt dann nicht mehr. Das würde zu weit führen. Da lassen wir es so. Dann so um die Ecke. Und bei dem Eckblock kommt dann so ein Ding vor. Ja, okay. Huch. So. Wo sind denn noch Traptors hier? Ja. Immerhin, ne? Muss man ja mal festhalten. Hab ich denn jetzt noch? Ach, ich glaube nicht. Ah, jetzt hier, endlich. Kann man das mal fertigstellen? So. Gern. Na ja, hier, das muss weg. Ach so, da wollte ich ja noch. Mensch, bis man hier mal alles so gemacht hat, ne? Das dauert echt lange. Ich hier genauso. Sind aber alle Ecken versorgt, ne? Langsam mal. Es reicht mal. So, das ist okay. Dann Tür zu. Vorsichtshalber. Gell. Jetzt, wo es Nacht wird. So, die kommen weg. Aber irgendwie merkt man schon, wie es weniger wird. So. Das ganze Inventar von dem Rucksack war doch vorhin noch mehr. Ne? Also es ist krass, wie man so das Zeug verbaut und man das dann noch merkt. Ist schon nicht schlecht. Ah shit, was mache ich denn? Wie macht man das jetzt wieder? So. Und so. Ja, okay. Und dann. Ja, der Rest kann ja eigentlich so bleiben. Außer wir machen oben das auch wie unten, ne? Das geht ja eigentlich auch. Da braucht man diese komischen Falltüren hier nicht. Die würde ich nämlich gerne woanders einbringen. Huch, doch nicht so. Ja, doch, das ist besser. Ja, dann machen wir hier erst gar keine Falltür hin. Und an den anderen Ecken hauen wir die weg. Ah, die Treppen brauche ich wieder. Ja. Wir können ja gleich nochmal was mit den Falltüren probieren. Und zwar, dass ich die nochmal zum Beispiel hier immer dranhänge, ne? Das wäre gut.
Oh ja, oh ja. Das ist noch ein gutes Element. Da sticht das auch nicht so raus, dass das so ewig weit rausgeht, wie vorhin mit den Treppen, sondern so ist es perfekt. Eigentlich wieder mal eine gute Idee, ne? So, das noch zu und dann hätten wir das eigentlich fertig, soweit. So. Genau, dann hole ich mir nochmal diese Treppen. Wo habe ich denn das? Ach, hier. Vielleicht kann man ja innen dann auch noch so Regale machen, ne? Sowas. In der Art. Dass man hier. Na doch, nicht so. So und so. Ja. Oder so eine Fensterbank. Mit Blumentöpfen. Ne? Jetzt kommen mir langsam die richtig krassen Ideen. Gut, hier geht's dann wieder nicht. Ne? Hier hinten. Weil ja hier die Tür ist. Obwohl, hier könnte man auch. Mal probieren wir einfach mal. Sowas, ne? Ja, doch. Warum nicht? Und so ein Armor-Stand, genau, das wäre doch gut hier so als Garderobe. Warte mal, Armor. Wie macht man das? Na, das haben wir ja eigentlich alles. So. Dann machen wir mal zwei, genau. Das hört sich doch gut an. Und dann können die hier irgendwie hin halt. Oder drei Stück. Sowas vielleicht erstmal. Ich weiß nicht. Die Spinne, ey. Das ist mir eh ne. Da könnte ich dann eigentlich noch alte Rüstung von mir aufhängen, gell? Die ich noch übrig habe. Stimmt. Das wäre noch eine Idee. Und ah ja, Blumentöpfe wollte ich holen, ne? So, ja. Gehen wir erstmal los. Oh shit. Wir brauchen ein Bett hier, würde ich sagen. Oh, Mann. Wo ist die Spinne? Hier. Ja, also was braucht man? Ein Bett? Teile? Obwohl das Bett kann ich mir eigentlich gleich mal hier reinstellen in das Haus. Ehrlich gesagt. Nehme ich mir mal mit. Ist dann am günstigsten. Stellen wir das hier irgendwo auf, ne? Was weiß ich. Vielleicht hier so. Oder hier, ne? Da kann man reinkommen und dann relativ schnell ist man im Bett. Gell. So in der Art. Vielleicht kann man dann hier auch nochmal andere Blöcke einsetzen, wie zum Beispiel diese. So als Nachttisch. Ne? Warum nicht? Kann man auch hier nutzen. Und vielleicht auch hier sowas. Obwohl, da müsste man hier das auch machen. Und das sieht, nee, das sieht nicht gut aus. Da war das vorher besser.
Ja, da kommen die halt hier nicht hin, aber da gehen sie eigentlich, ja. Hat man mal einen anderen Block noch verbaut. Und ich weiß nicht, gell? Ich hätte irgendwie gern mit dem Block hier noch mehr gebaut, aber brauche ich gerade gar nicht. Die anderen reichen schon. Das ist ja krass, eigentlich. Achso, ich wollte ja schlafen mal. So. Ist irgendwie ein cooles Haus. Bisschen verwinkelt und so. Ist auch nicht schlecht. Naja. So, da hinten wird halt dann Lager hinbauen, ne? Also, wovon haben wir am meisten Holz? Eigentlich von Dog Oak. Dann machen wir mal hier alles Kisten draus, ne? Also, Chest. Achso, hier die. Einfach so viele hier. Achso, hier passt es dann nicht mehr. Shit. Ja, macht man das halt doch wieder weg. Irgendwie. Da brauchen wir jetzt noch wie viel? 14, gell? Kisten. Und wie viel Öfen? 8. Also einen ganzen Stack weg. Und nochmal ein bisschen. So, 8er. Dann nochmal 6. Die durchhauen. Da haben wir erstmal zwei Öfen überall. Vielleicht kommt auch noch ein dritter dazu. Aber das weiß ich noch nicht. So, und was im Keller dann ist, das weiß ich auch noch nicht. Mal sehen. Könnte ja auch noch irgendwas hin. Wir könnten ja eigentlich noch so einen richtig geilen Nether-Hub bauen. Ne? Boah, das wäre auch noch eine Idee. Das schreibe ich mir gleich nochmal auf, ne? Immer wenn mir eine Idee kommt, direkt aufschreiben in meine To-Do-Liste. Damit das einfach da steht. Und ich das nie mache. Nee, natürlich mache ich das, ne? So ein bisschen arbeite ich die ja schon ab. Muss ich sagen. Zum Beispiel hier an den Häusern weiterbauen, da steht da ja auch alles drauf noch. Und das mache ich ja dann tatsächlich auch. Hier können wir noch ein bisschen Fackeln hinknallen. Da kann man eigentlich nicht zu viel haben. Ja, das reicht aber auch von der Höhe. Also ich muss jetzt nicht hier unbedingt noch eine dritte Reihe draufsetzen, weil wir hier schon relativ viel haben, ne? Ja, doch. Irgendwie ist der Raum schon voll. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was hin kann. Ich glaube, das ist eher doof. Ja, ich hole mal diese Rüstung und. Ne, was war's? Also Rüstung, Flower Pots, aber was jetzt noch was? Ach ja, das Schild ergänzen, genau, mit Nether Hub. Okay, machen wir mal. Da brauche ich aber, glaube ich, ein neues Schild. So, jetzt bin ich schon 2,5 Stunden hier im Stream. Obwohl noch nicht ganz. So, ja, den Amboss kann man mal umsetzen hier. Nether Hub. Oh, natürlich. Neue Ecke. So, wer setzen die Fackeln hier so? Sag mal, so geht's ja, aber das hier. Junge. Warte mal, wenn wir die hier hin machen. Oder da halt, da kommen die weg. Ich glaube, so war es, ne? Dass durch die Sprengung noch alles hier so komisch. Oh Mann. Na, dann tue ich den Amboss mal in die Mitte. Das ist irgendwie besser. So. Die Amboss-Ecke. Ja. Dann schauen wir mal. Also hier hinten wollte ich ja eigentlich auch noch. Ah, warte mal, hä? Warum ist denn hier Holz und hier Stein?
Dann mache ich mal hier das Holz weg, oder? Ist doch besser. Nehme ich ja auch die Slabs, genau. Bis hinten hin. So, wo habe ich ihn jetzt? Naja, hier kann das schon mal rein. Nebenbei. Lootbags, naja. Eine Rüstung braucht man. Eine komplette. Kriegt man eine komplette Kettenrüstung zusammen, vielleicht? Ich glaube ja nicht. Oh, Leurize ist wieder da. Hört er mich wieder nicht auf Discord oder ich ihn? Minecraft State 2, coming August. Ne? Warum August? Meinst du wegen Wie lange ist Craft denn schon Attack? Infinity Stream? Keine Ahnung. Wir wollten ja noch Gothic Phone spielen. Hm. Ach, hast du ja auch cool, auf Gamma gebannt bist. Na, noch nicht. Das muss ich Okay, dann machen, wenn ich in der cool. 1.16 bin. Können wir ja gleich nachgucken. Ja. Ich brauche mal wieder ein bisschen in meiner Kathedrale. Willst du langsam mal bitte fertig? Womit bin ich fertig? Bist du langsam hier auch mal mit dem Stream fertig auf Infinity? Ach so, ich weiß noch nicht, wie lange ich streame. Ja, das wird jetzt schon Aber lange dauern. ich glaube, ich mache dann Schluss. Das wäre gut. Ja. Ich habe halt Lukas Haus gebaut, gell? Lol. Ja. Ist Team Lukas oder X Lukas? X Lukas. Lol. Ja. Und das andere Haus habe ich auch ein bisschen weiter gemacht. Aber da habe ich jetzt noch nicht so viel geschafft. Naja, wird schon mit der Zeit. Aber ich habe jetzt übelst viele neue Ideen wieder für Infinity. Ich weiß nicht. Ich will jetzt ein Nether-Hub bauen. Für Ach, alle. Digga, Infinity ist richtig das Erfolgsprojekt. Ja, gell? Guck mal hier, die ganzen Spieler haben ein schönes Haus. Ey, ich weiß aber nicht, woran das liegt. Guck mal, es gibt ja Projekte. Irgendwann nach so einer Zeit, auch jetzt bei Tiny Crafting 8, irgendwann kommt so eine Zeit, wo du sagst, so, ja, Projekt hat zwar auch bei Top Ding, es macht zwar Spaß, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber bei Infinity ist mir nie der Spaß weggegangen. Ja, ne? Ich weiß nicht, woran das Projekt ist jetzt 2 Jahre alt und der Spaß ist immer noch bei mir am Anfang. Ich check's nicht. Dieses Ja. Projekt, das ist, glaube ich, so, das ist so ein Lichtblick, das ist so ein Lichtblick in unserer Projektgruppe von den ganzen Flop-Projekten, wie Void 3 und States und so. Na, genau. Na gut, es ist ja nicht alles Flop, was wir auf die Beine stellen. Zum Beispiel Snow Village war ja auch geil. Snow Ja, Village 3. Snow Village 3 war geil, Snow Village 1 war auch geil. Also Snow Village 1 war halt schon geil, er wurde halt leider schneller kaputt noch mit Crap. Aber Snow Village 2 war kein Spur, aber ich glaube, das ist scheiße, war. Ja, na, Snow Village 2 war sehr inaktiv, weil nur Street und ich eigentlich aktiv waren. Und ja, Ich habe das mich mal war. gefragt, ob wir mittlerweile es wieder zu Pina sind, wenn wir auf Tiny Coptic 8 Folgen aufnehmen. Tiny CR8? Ja, es ist jetzt schon 2 Monate her. Ach so, Street? Nein, der hat doch aufgehört. Aber wenn du ihn vielleicht zu der Folge überredest und die Stadt zeigst, dann vielleicht kommt er dann wieder los. Hä? Vielleicht überredest du ihn zu einer Together-Folge. Und So eine. sagst dann, komm, hier, ich zeig dir mal die Stadt und vielleicht weißt du auch mit dem Hintergedanken, dass er vielleicht wieder Lust bekommt. Als ob der wieder Lust kriegt. Naja, okay, er hat extra ein Ersatzprojekt gemacht und es ist so scheiße, dass er mittendrin aufgehört hat, also. Ja, das Kann Ding doch war, er hat dann gesagt, er hat irgendwie keine Lust mehr zum Aufnehmen jetzt wieder. Und allgemein Projekte macht er jetzt erstmal nicht, weil ab Februar hat er irgendwie jedes Jahr einen Down. Da ist es so, bis Januar hat er noch Motivation zum Aufnehmen und dann erstmal nicht mehr, keine Ahnung warum. Aber das war ja schon damals bei der Goat-Phase und alles. Ey, meine Frage, warum machst du denn schon wieder bei Insel Summer Palm mit? Hä? Ich Wie? hab, gerade wurden die Kandidaten bekannt, ich hab im Zoll geguckt, du bist da auch wieder im Cast dabei. Warum machst du denn die Chance nicht mit, warum machst du denn die Chance mit, welchen die mir nicht mehr gehören? Ich mach doch gar nicht bei dem Scheiß mit, oder? Doch, du bist ja dabei. Das war wie in Staffel 1, wo du das erste rausgeflogen bist. Hä? Wann war denn das? Wann, seit wann ist denn das angekündigt? Ich bin auch da im Cast. Ich habe jetzt erstmal in dieser Show teilgenommen. Ich gucke gerade so auf einmal, sehe ich ja so, Markus ist ab dem 12. März dabei. So in die Scheiße. Wahrscheinlich war es wieder so mit zu teilen und deine Antwort. Okay, danke. Ja. Ne, ich hab, ich weiß nicht, was ich diesmal geschrieben habe. Ich glaube, ich habe mich beworben. Im Ernst? Ja, aus Versehen. Aber ich werde natürlich nichts machen dort. Welche gewinnst du das? Oh. Geil. Ja, okay, komm, warte.
Lass mal schnell eine Folge Tiny Craft Deck 8 aufnehmen. Ich muss dir was Dringendes zeigen. Okay, was? Ja, das siehst du gleich. Aha. Aber wirklich nur 10 Minuten. Ja, nicht so lange. Was hatte ich eigentlich? Ah ja, stimmt. Ich wollte erst, na gut, egal. Dann beende ich jetzt Infinity. Ist halt immer scheiße. Ist gerade wieder abgestürzt, aber naja. So 2,5 Stunden gestreamt. Ach Nicht du Scheiße. schlecht.